Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute stelle ich euch mal wieder ein Produkt vom Süßü-Shop aus der Schweiz vor. Und zwar das fliegende Affenkostüm bzw. der Killeraffe alias der Butler. Das Äffle kostet 259 Schweizer Frankli. Und wer nach der Vorstellung Interesse an diesem hat, den Link dazu pause ich dann im Textfeld unter dem Video. Wenn ihr schon beim Süßü-Shop mal auf der Seite seid, könnt ihr euch ruhig mal die Produkte von diesem anschauen. Der hat nämlich richtig gute Sachen im Angebot. Zum Beispiel noch dieses zweiteilige Trick-Zauberkostüm, wo ihr euch auf YouTube schon das Video dazu anschauen könnt. Und so wurde das Produkt geliefert. Das Affenkostüm ist nochmal separat in so einem Plastik verpackt. Und hier hätten wir dann die Flügel und die ganzen Sachen hier, werde ich jetzt mal auspacken. Und die ganzen Sachen waren alles in der Verpackung gewesen und diese werde ich euch jetzt mal zeigen. Hier hätten wir jetzt einmal die Kopfmaske. Die sieht noch so ein bisschen deformiert aus, aber wenn ihr die aufgezogen habt, dann klettet sich das Ganze noch ein bisschen. Die zeige ich jetzt mal. Hier hat man zum Beispiel das Ohr. Dann die Augenhöhlen. Hier hat man den Mund. Ist leider nicht beweglich. Ich habe ja schon mal bewegliche Masken gezeigt. Die Zähne sind einfach hier so, ich sag mal, aufgeklebt. Der ist ein bisschen abstehend. Dann hat man hier noch ein Loch drin. Hätte man vielleicht auch weglassen können und dann so einen schwarzen Stoff dahinter kleben. Dann wäre das Ganze zu gewesen. Man könnte trotzdem durchatmen, aber ist ja mal egal jetzt. Ja, mit die Nase. Und dann hier noch so das Fell. Die Maske geht vorne hier von dem Fell her so ein bisschen runter. Und dann hier hinten auch. Und hier ist sie dann offen. Hätte ich mir gewünscht, dass man hier noch vielleicht so ein Klett hingemacht hätte. Da hätte man das hier hinten komplett zumachen können. So. Von vorne und einmal von hinten. Zu der Maske gehört noch dieses kleine Hütchen hier. Das sieht man ja da hinten auf dem Foto. Das sitzt nachher so ein bisschen schräg dann auf dem Kopf drauf. Gerade mal die Verarbeitung ist okay. Das hier ist aufgedruckt. Das ist ein bisschen steifer als der restliche Stoff. So schaut die Hose aus. Das hier soll dann das Fell darstellen. Manchmal, wenn man so dran zieht, dann kann schon mal das ein oder andere Haar sich lösen. Aber ansonsten, Verarbeitung ist recht gut. Ich konnte jetzt keine offenen Nähte feststellen. Ihr habt hier vorne so eine Kordel. Da könnt ihr die Weite dann halt ein bisschen zusammenziehen oder dann halt erweitern. Innen drin ist der ganze Stoff so ein bisschen glatter. Und dann gibt es hier noch so ein Etikett. Das Oberteil ist auch gut verarbeitet. Zeige ich mal hier. Das hier ist auch wieder aufgedruckt. Ihr habt hier so einen weichen Stoff und dann hier den etwas steiferen, also den Aufdruck. Hier seht ihr schon, wie gesagt, ab und zu kann sich dann halt so ein Fussel lösen. Hier haben wir die Rückseite. Da habt ihr hier oben ein Klett, also hier. Und hier befindet sich noch eins. Wofür das jetzt gut ist, kann ich nicht sagen. Es kann sein, dass man daran vielleicht den Schwanz befestigen kann. Das zeige ich nachher nochmal. Hier oben könnt ihr dann nochmal das Ganze so ein bisschen zusammenbinden. Dann gibt es wieder jede Menge Zettel hier. Und bei den Ärmeln hat mich eins ein bisschen gestört. Das hier sind jetzt die Ärmel. Da wurde hier nicht ganz so sauber gearbeitet, da der Stoff wohl drauf gedruckt ist. Das hier also, hat man das wohl vergessen. Aber vielleicht soll das auch so sein, dass so ein bisschen so Killeraffe und dann ja nicht so gerade das super verarbeitete Kostüm hat er dann an, was weiß ich. Hier unten sieht man es dann auch nochmal. Aber ansonsten gibt es nichts zu bemängeln bei dem Oberteil.
Ja, jetzt kommen wir zu dem Schwanz. Das wäre der hier. Das ist so ein Ringelschwanz. Und den schnallt man hier so um. Umschnallschwanz. Und das hier ist so ein bisschen flexibel. Hier vorne habt ihr noch ein Klett. Und warum ich das eben angesprochen habe, hier ist auch nochmal ein Klett. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht nachher irgendwie hier so zack an den Rücken dran gemacht wird, damit der Schwanz so ein bisschen nach oben geht. Müssen wir nachher mal ausprobieren. Ich hatte das Kostüm noch nicht angehabt. Ja, hier ist halt der Puschelschwanz. Dann hätten wir hier noch die Armstulpen. Die schauen dann so aus. Dann kommen nachher hier die Arme durch. Kann man so nach hinten ziehen. Das hier hinten ist so ein bisschen dehnbar. Und vorne hin wird es dann ein bisschen enger. Und davon gibt es dann zwei Stück. Ja, zwei Stück gibt es auch von den Händen. Die schauen dann so aus. Das Ganze ist aus Gummi. Hier haben wir die Oberseite. Und das ist dann hier rechts. Geht da einfach mit der Hand so rein. So, und dann habt ihr hier die Hand. Könnt ihr auch noch so richtig gut bewegen. Man kann sogar noch Sachen greifen oder ein Pam auf die 12 hauen. Ja, und so schauen dann die Hände aus. Füße gibt es natürlich auch noch. Das wären dann diese hier. Die schauen so ähnlich aus wie die Hände. Ihr geht nachher mit dem Fuß hier so durch. Und dann hier müsst ihr gucken. Dazwischen so rein. Und dann habt ihr diese Füße über die Schuhe gezogen. Wie gesagt, man kann einmal hier drunter gehen, das ist aber falsch. Ihr müsst hier vorne rein. Ich zeige das mal. Schuh ausgezogen, dann hier so drüber. Also man kann jetzt entweder, na gut, wenn man keine Schuhe hat, direkt da reingehen. Aber ich ziehe den Schuh jetzt mal wieder an. So, und jetzt wird gestülpt. Muss ich das hier mal richtig treffen? So, und so schaut das dann aus. Und jetzt habt ihr den über den Schuh hier hinten drüber gemacht. Ja, und so schauen die Flügel aus. Die kann man dann noch hier so aufklappen. Ja, im Detail sehen die Flügel dann so aus. Hat mir sehr gut gefallen, die Verarbeitung. Seht ihr hier? Auch das Ganze wieder aus Gummi. Hier vorne werden die halt umgeschnallt. Habt ihr hier wieder so ein Klett. Auf der anderen Seite befindet sich auch noch eins. Und jetzt drehe ich das Ganze mal. Und von hinten schauen die dann so aus. Das zeigt aber dann nachher von euch weg. Das sieht dann keiner. Und hier ist das Ganze dann halt noch beweglich, also zum Aufklappen. Und das ist dann halt nachher die Ansicht, die man sieht, wenn man auf euch drauf guckt. Dann will ich mal den Affen für euch machen. Wir fangen als erstes mit der Hose an. Dann ziehen wir mal hier die Schuhe aus. Schlüpfen jetzt mal in die Hose. So. Vorne kann man die dann halt noch zubinden. So, das lassen wir mal hier drin verschwinden. So sieht dann die Hose aus. Von der Länge her, ich habe jetzt XL Größe Kostüm in nur 1,76, aber passt. Jetzt ziehen wir mal die Fußstulpen an. Das müsste so sein. Also einmal hier durch. Dann den Schuh. Ich habe jetzt mal schwarze Schuhe genommen. Und das wird dann hier so drüber gestülpt. Hier hinten noch so ein bisschen. Passt schon mal perfekt. Und dann kommt noch der andere. So, zack, zack. So, hopp.
Jawohl, ja. So, jetzt hier unten noch die Beine so ein bisschen runter. Ja, da hat einer eine neue Hupe. Und das hier weg. Jo. Ja, hier kann man noch ein bisschen runterziehen. Da ist noch ein bisschen Platz. Da sieht man den Schuh nicht so gut. So. Und dann hier das Ganze hier so drüber. Damit das schön abschließt. Jo. So sieht das jetzt aus. Und jetzt, na, neidisch, da kommt der Schwanz dran. So, Schwanz, den machen wir jetzt mal, muss mal gucken, wie hier dazu, so da drum. Zack. So, jetzt haben wir den Schwanz dran. So, und jetzt kommen auch schon die Flügel. Und zwar ist eigentlich ganz einfach. Einmal hier so durch. Zack. Und dann müsst ihr hier durch. So. Was man hätte besser machen können, zeige ich jetzt mal. Wenn ich jetzt so nach hinten gehe, dann klappen die Flügel so weg. Das heißt, ich muss wieder so machen. Und die Klett, die hätte man länger machen müssen, weil dann hätte man das Ganze viel besser spannen können. Also wenn ich jetzt so mache, passiert eigentlich fast gar nichts mehr. Lasse ich es wieder locker, gehen sie wieder fast nach hinten. Also hier hätte man dann halt besser das Klett länger machen sollen. Dann hätte man das Ganze schöner spannen können. Oder man macht sich hier einen Knoten rein oder tut das selber verlängern. Nur mal zum Zeigen. So, jetzt habe ich schon mal die Flügel angezogen. Und jetzt kommt noch das Oberteil drüber. Das schaut ja so von vorne aus. Und hier hinten habt ihr ja die Klette. Und das hier lässt sich jetzt komplett aufkletten. Das heißt, das könnt ihr jetzt richtig schön hier so drüber schmeißen. Gucken, ob ich das allein hinbekomme. Normal sollten wir es am besten zu zweit machen. Weil dann kann man das auch gleich selber zukletten. Ich denke mal, ich muss mir mal gerade Verstärkung holen, um zum Nachbar rüberlaufen. Also bis gleich. So, Horst hat mir mal wieder geholfen. Und zwar, so schaut das jetzt von vorne aus und so jetzt von hinten. Hier war ja noch so ein Klettpunkt hier oben dran, da habe ich ja gedacht, da kommt der Schwanz da oben so dran. Der hält zwar, aber das Ganze sieht richtig kacke aus. Also das könnt ihr dann vergessen. Jetzt will ich mal gerade was ausprobieren, ob man die Flügel genau noch so ein Stück hochziehen kann. Zack. Jo. Und jetzt kommen die Armstulpen dran. Das wären dann jene welche hier. Hier hat man ja so ein bisschen Platz, ist hier ein bisschen weiter das Ganze. Und dann kann man die jetzt hier prima drüber machen. So. Den lassen wir jetzt mal hier so drüber hängen. Ja. Und dann den anderen. Da, wo das Gummiband dran ist, das kommt dann immer hier nach oben, weil hier unten wird es dann enger. So. Zack. Jo, jetzt haben wir nur noch die Handschuhe und die Maske und den Hut. Jo, fangen wir mit der Maske hier an. Die wird jetzt einfach hier so drüber gezogen. So, jetzt muss ich auch die Ohren noch richtig machen. Ich habe so große Ohren. So, ja, dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich das hier hinten noch so ein bisschen auseinanderfriemeln. Sagt, hier fehlt der Klett, wie schon gezeigt. Wenn man das hier noch schön zusammenkletten könnte, dann sähe das Ganze nachher noch viel, viel besser aus.
als so jetzt. So, ich habe jetzt keinen Spiegel hier stehen. Ich mache jetzt einfach mal den Hut da so dran. Ich hoffe, man erkennt da was. Jetzt hängt hier noch ein Fuß rum. Weg. Und jetzt kommen noch die Handschuhe. Einmal. Kann man das hier so drüber machen über die Handschuhe? Also, dass die dann drunter sind. Nein, geht nicht. Das heißt einfach, die Handschuhe drüber ziehen. Wäre cool gewesen, wenn die hier unten auch noch einen Gummi hätten. Dann hätte man die Enden schön über die Handschuhe drüber ziehen können. So, aber ja, das geht auch. So sind die Stulpen jetzt in den Handschuhen drin. Und vom Übergang ist das auch prima. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich aussehe. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wie gesagt, ja, da ist es. So, haha. Jetzt haben wir hier noch so ein Beil. Ja, und so schaut der Aff jetzt einmal aus. Flügel, dann habt ihr hier die Verkleidung, also den Anzug. Ich drehe mich jetzt mal so ein bisschen. Ja, und hier hinten, ich denke mal, das ist offen, das sieht man. Muss man sich ein Klett dran nähen. So, und jetzt gehe ich mal gerade vor den Spiegel, um mich mal selber zu begutachten, um vielleicht noch das ein oder andere auszurichten. So, ich habe noch ein bisschen was gerichtet. Man kann das Fell hier noch so ein bisschen in den Kragen reinstecken. Des Weiteren habe ich mir noch eine Brille hier drunter angezogen, damit man meine Augen nicht sieht. Ja, zeige ich mal gerade von vorne. Hoffe, man erkennt das. Das ist so eine Dämonenbrille. Da sieht man halt so ein bisschen Dämonenaugen. Und jetzt habe ich euch das Killeraffenkostüm, ich nenne doch gerne mal den Killeraffen Butler, auch mal vorgestellt. Kostüm ist nicht verkehrt. Man hätte noch das eine oder andere verbessern können. Aber wer ein bisschen was nähen daheim kann, für den dürfte das kein Problem sein. Auf jeden Fall fällt er damit garantiert dann beim nächsten Karneval oder Halloween auf. Ja, das war wieder der Testmischel von YouTube. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn du mich jetzt abonnierst, verpasst du kein weiteres tolles Video.